Und das Training heißt Kopf ausschalten. Es gibt Schüler, denen fällt es sehr leicht, in dieses Kopf ausschalten reinzukommen, und wieder andere brauchen eben etwas länger, diese Vorstellungen und Erwartungen loszulassen. Bei dem Training lernen wir uns erst an die Frequenz, an das Gefühl anzudocken, und dann, wenn das Gefühl da ist, gehen wir in die Technik. Sehr schön. In dem Moment, wo ich meinen USB-Stick über die Frequenz des Gefühls in eine Gesangstechnik einlogge, wird es viel schneller gehen. Warum? Weil die Herzkraft, wenn ich was mit Spaß mache, einen ganz anderen Drive mir im System gibt, als wenn ich etwas mache, das ich machen muss. Mein Freund, komm, wir gehen in eine Klaus. Wir gehen und stehen und lehnen an der Bar. Als wenn ich den Umweg über den Kopf gehe. Bei den einen dauert es 3 Monate, bei den anderen 3 Wochen. Und manche Kinder, die haben es schon nach der zweiten Einzelstunde. Stimme entdecken. Sich trauen, sich selbst zu leben, sich auszudrücken. Die Töne als Schlüssel für die Liebe. Die Töne als Schlüssel für das Zusammenschwingen. Was gerade bei komplexen Schwingungen passiert, ist, dass sogenannte Differenztöne auftreten. Das sind Töne, die sind gar nicht in der Luft, sondern die passieren erst auf unserem Körper. Untertontechnik nennt man das. Unterton. Gesungen wird es zum Beispiel von tibetischen Mönchen und in der Mongolei und in Tuba. Mit der Musik ein Weg der Befreiung. Ich bin frei und mein Herz fliegt. I can feel a heartbeat. I can feel a heartbeat tonight. Oh.
Ganz darauf an, wie viele Störfelder du in deinem authentischen Sein hast. Programmierungen, die dich quasi im Kopf halten. Selbstzweifel, die dir sagen, oh Gott, mache ich das jetzt richtig? Weil ich den Glauben habe, dass es Friede wird, wo ein alter Baum blüht. Das ist eine absolute Eigenheit. Und als Backing-Sänger versuchst du genau in den Typ reinzuschlupfen. Und die gleichen Zuckungen, das gleiche. Es ist ein so schönes Geschenk zu sehen, was mit den Menschen passiert, wenn sie wieder in ihr volles Stimmpotenzial und dadurch auch in ihren vollen authentischen Ausdruck gehen können. Hammer, machen wir.